Noch eine Runde? Ja. Ah. Aber ich möchte mal switchen. Ich will kein Ermittler sein. Wenigstens eine Runde. Da hast du schon fast 12 Stunden gestreamt und dann kriegst du das noch nicht mal. Ja. Belastend. Ja. Also, wir haben Raute Europa, Blatt, Silber, Busch, Labyrinth, Bombe, Preis, Pappe, Kohle, Steuer, Schwamm, Rachen, Golf, Blei, Roulette, Marine, Zopf, Nadel, Zeppelin, Hund, Rüstung, Köln, Murmel und Wände. Danke. Wieso Raute bei Poker? Karo. Ja, das heißt Karo und nicht Raute. Ich habe gerade irgendwie an Raute gedacht, aber das ist ja gar nicht, das ist ja Karo. Ja, aber es ist eine Rautenform quasi. Ja, quasi. Also so abwegig finde ich das gar nicht. So, und bei einem dieser Wörter dachte sich bestimmt der Kuro gerade, ach scheiße, das habe ich nicht gesehen. Also ich möchte anmerken... Das macht nicht so viel Sinn. Ich möchte... Wenn du pokern bist in einem Casino, da gibt es auch Roulette. Ja, da gibt es auch Roulette, aber... Aber ja, finde ich schon sinnvoller. Eigentlich. Ich möchte einmal ganz kurz den Sticker zelebrieren. Ja, aber Karo mag vielleicht einer Raute sehr ähnlich sein, aber die typische Karo-Form ist an den Längsseiten geschwungen und nicht gerade wie bei einer Raute. Ja, deswegen haben wir, also mit wir meine ich Nurai und ich und Reflash, die auf einmal zu jedem Team gehört. Ja. haben diese Idee verworfen. Okay. Wir nehmen jetzt Blatt. Verdammte Scheiße. Ich habe doch gesagt, wir nehmen Roulette. Ich bin aktuell etwas auf Krawall gebürstet, deswegen Regeln sind im Moment nicht so meins. Hier Maus, ein Leckerchen. Hat sich das Blatt ja jetzt gewendet. Nicht wirklich, der Punktestand ist ja aber noch gleich. Aber es ist okay. Ja, ey. Kommt jetzt nur noch Quatsch hier aus meinem Kopf und so raus, also. Ich glaube, Kuro verzweifelt gerade. Ja. Ja, ich habe gesagt, ich möchte oh, Flachwitz. Chefin sein. Was ist die Mehrzahl von Rettich? Mehr Rettich. Badumts. Oh Gott. Ja. Weiß ich nicht. Oh, ich darf was von dem feinsten Bochumer Kraneberger trinken. Mach ich doch. Köstlich. Lecker. Fischpipi. In deinem heißgeliebten Energy ist auch Fischpipi drin. Ja. Aber lebensmitteltechnisch kontrolliert. Nom nom nom. Ja gut, das ist mit dem Leitungswasser auch der Fall. Ich wollte gerade sagen, also gerade hier in Deutschland. Kopf und Zopf. Du hast bestimmt einen Zopf nur genommen, weil sie es auf Kopf gereimt hat. Nein, weil man einen Haarzopf hat. Ich weiß nicht, wovon du sprichst. Außerdem, Lopi, muss ich ja bei euch mitmachen, weil Vari mich ja gar nicht mehr fragt. Richtig. Okay. Abgemacht. Kein Problem, du darfst immer zu mir kommen. Danke. Er redet sich immer um Zopf und Kragen, ey. Ja, genau. Wow. Aber jetzt überlege ich auch mal, was ich so klicke. Moment. Spielkarten. Oh, könnt ihr diese leichte Aggressivität in diesen Buchstaben wahrnehmen? Spielkarten. Ja, ein bisschen. Stopp. 3-1. Egal. Bari gegen den Rest der Welt. Ja.
Das ist okay. Er will sich ja nicht beraten. Da kann ich auch nichts machen. Also ich bin immer noch bei Roulette. Aber da hast du keine Karten. Legt man da nicht auch Karten hin? Nee, oder Roulette ist, nur ist mit das mit Dupsis, wo du die da so reinschmeißt. Ja, also, richtig, genau. Roulette ist, du hast mehrere Felder, rot und schwarz, wo du deine Chips draufsetzt und dann wird die Kugel losgeschossen und die dreht sich da in diesem Rad und irgendwann fällt die auf ein Feld und dann heißt es hier französischen Satz irgendwas mit Blü, nichts geht mehr und dann hast du das. So, ich beschäftige mich mal mit den wichtigen Sachen gerade. Ich suche die Font raus. Also irgendwie, ich bin ja trotzdem irgendwie bei Raute. Wieso Pappe? Papier, Pappe. Ach so, oh Gott, ja. Das könnte schon sein. Das ist jetzt meine Quatschrunde. Oh, da gibt es nicht auch ein europäisches Blatt? Oder gibt es das nur... Ich habe von Poker und sowas gar keine Ahnung. Belastend. Man kann Karten auch wenden. Ja, habe ich auch schon überlegt. Oder... Also das geht um Kohle. Wie auch beim Poker. Unter Umständen. Ja, deswegen. Ja, weil sie schon gesagt haben. Es ist ja eigentlich 4 gegen 0. Ich glaube, ich wäre bei Raute und Kohle. Das macht schon Sinn mit der Kohle. Also Nurai auf Klick. Ich hab's eben vergangt. Wollen wir auch Kohle nehmen? Gehst du da mit? Ich oder Nurai? Nurai, du gehst ja damit. Du hast da mitzugehen. Ach guck mal, Nurai hat schon geklickt, super. Wir können noch eins machen, wir können noch das von vorher nehmen, aber ich glaube, das war schon das, was Koro meinte, deswegen beenden wir es einfach an dieser Stelle. Gut, danke, dass wir drüber gesprochen haben. Ah, sie entdeckt den Wachs. Es läuft noch. Nee, das war ja nur auf diesen französischen Satz da, Gedöne. Ach so, da habe ich weiß gar nicht, was du gesagt hast. Ja, ist nicht schlimm, ich höre mir auch nicht zu. Ich war jetzt gerade immer noch bei dem Cuisine, also vorhin. Okay, alles klar. Kuro muss also eine Ping einrechnen. Eieieiei. Steuer, Preis, Silber, nee, Silber nicht. Easy. Läuft. Na, Kuro und Nurai, bereuen wir schon mit mir im Team zu sein? Bari voll so. Ja, die Laupi, die ist ja voll der Profi. Habe ich das gesagt? So ungefähr schon, also mal im Kopf her. Wusste, auf was ich mich einlasse. Ja, stimmt. Kuro hat mich heute den ganzen Tag schon irgendwie mitgekriegt. Und kennt mich ja mittlerweile, ne? Hallöchen, Jana. Hallo. Moin. Was mischen die ins Bochumer Wasser? Das weiß ich nicht. Es ist gut. Das ist, weil der Wari jetzt mal die Hydration-Kraft von Wasser spürt. Meinst du? Oh je. Ja. Oh je. Mischt das Blut auf. Tja, Leute. Bombe und ein Golfball. Könnt ihr bitte Roulette und Murmel nehmen, damit Kuro nicht komplett tiltet, bitte? Ich hab's einfach nicht gesehen. Oh, bitte sei da jetzt nicht ein Schwarzes dabei, weil sonst kriege ich den Hass des Todes ab. Oh! Entschuldigung, Kuro, das nehme ich auf mich. Nein. Überhaupt nicht. Als Laupi am Anfang gesagt hat, sie möchte gerne das Spymaster werden, habe ich mir gedacht, ach komm, dann gebe ich jetzt den Hinweis mit 1 auf die schwarze Karte. Und ich dachte mir so, Roulette, Poker, ist doch beides klar. Ja, habe ich doch gesagt. Und ihr habt es einfach geschafft, komplett drumherum zu tanzen. Guck, ich wusste, was Kuro von mir will. Ja, Blatt, genau.
falsch geklickt von Laupi. Roulette gesagt. Ich habe von Anfang an Roulette gesagt und ich so, das hat doch gar nichts mit Pokern zu tun. Ja, hat's ja auch nicht. Hat. Das Spiel kann süchtig machen. Komm, jetzt Schlaupi, hau ab. Nähere Informationen findet ihr unter bzga.de. Apropos abhauen, ich werde mich auch ins Bettchen verabschieden. Nein, du nicht. Doch. Okay. Aber gute, es war schön, euch wieder kurz zu hören. Ebenfalls. Habt Spaß und einen schönen Abend. Au. Ebenfalls. Mach's gut. Tschüss. Bis dann. Tschüss. So, ihr Lieben, ich mache euch jetzt fertig. Alles klar. Ja, ist klar. Ich muss mir das erstmal durchlesen. Warte, nimm dir Zeit und tauche als Taucher ein in das Spiel. Soll ich sie muten, damit sie nicht gleich anfängt, laut vorzulesen? Ich hätte es eben fast getan. Warte. Nein, ich mach das schon nicht. Moment. Alles klar. Markierung setzen. Ach, das kann ich nicht haben. Mhm. Ich mute mich mal selber. Skorpion, man muss einfach das gegnerische Team so psychisch fertig machen, dass die gebrochen sind. So gewinnt man. Ach, das Mute, das erste ist nicht für alle. Wow. Server-Mute ist für alle, oder, Vari? Da müsste ich ja wissen, ich habe keine Ahnung. Ich glaube, wenn es rot leuchtet, dann ja. Ja, ist das groß und rot. Mir tut irgendwie Scorpions Mutter ein bisschen leid. Wenn sie nur halb so viel Spaß hat wie wir, dann kriegt die von dem Film nicht viel mit. Und ist schon bei Lautstärke 30 angekommen. Sie ist vorhin ins Bett. Oh. Ja, das ist ja gut. Dann können wir sie aufwecken. Oh, die hatte ich einmal zusammengeschissen. Tut mir leid. Jetzt hätte sie nicht. Warum? Aufwecken wäre nämlich sehr gut. Frag mal Flasania. Nimm doch einfach irgendwie, keine Ahnung, Nacho oder Downy und schmeiß die ins Bett mit der Mutter und dann treu ein paar Leckerlis drüber. Hallo? Wo kommen wir denn da jetzt hin? Nacho, nee. Nacho ist doch jetzt hier nicht der Notnagel für alles. Da entscheidet, wenn, dann schon Laupi drüber. Und das habe ich jetzt gerade widerwillig gesagt. Ich finde das ganz schön frech. Ich versuche hier mir wirklich Mühe zu geben, dass ihr auf keine Scheiße kommt, ja? Da bist du doch viel zu spät. Ja, bin ich dabei. Du machst den anderen. Unterhalten sich gar nicht, das ist denen alles scheißegal. Klicken einfach, ja, mach. Wir haben uns unterhalten. Richtig. Es waren zwei Sätze. Ja, stimmt. Nehmen wir gleich noch mit. Wir haben Zeit, Taucher, Harz, Spiel, Kreis, Bühne, Napoleon, Loch, Gehalt, Scholle, Seite, Pinguin, Schrank, Blitz, Maler, Zone, Nagel, Wolkenkratzer, Python oder Python, Konstanz, Riese, Waage und Kaiser.
Also ich kann mich nur noch ganz vage dran erinnern, und ich sitze mal auf einer Waage stand. Antarktis. Ich verwechsel das jedes Mal. Wer wo wohnt, wo der Eisbär wohnt und wo der Pinguin wohnt und was nochmal Antarktis und Arktis ist. Ich gehe einfach davon aus, dass Scorpion das genauso sieht. Pinguin. Antarktis. Okay. Die leben tatsächlich auf der Antarktis. Okay, Ant ist unten. Fuhai, Respekt. Bist schlauer wie ich. Ich kann mir das nie merken. Ich hätte es auch mit Arktis verstanden. Ich habe da mal eine Frage. Ja. Abkürzungen darf ich nicht verwenden, ne? Ist jetzt die Frage, ist es eine Abkürzung für einen Namen oder ist es eine Abkürzung wie MMN, also meiner Meinung nach? Nee. Oder ist es eher wie so wie bei C und A, dass es ein Ladenabkürzung ist? Nee. Okay, mach. Ich darf. Mach. Mhm. Okay. Und danach gibt es das Gebläme, ob es gut war oder nicht. Ich glaube, es ist aber, es ist, glaube ich, nicht okay. Nee, ich glaube, es ist nicht okay. Nee, es ist nicht okay. Ich muss mir was anderes überlegen. Interessantes Bild. Leicht verschwommen. Aber noch rechtzeitig die Zigarette aus dem Bild gekriegt. Jetzt hat mich dieser Tipp von Laupi, der hat mich jetzt verwirrt. Das ist eine Abkürzung, das ist nicht okay. Also wenn es WW2 ist zum Beispiel, dann dürftest du es nehmen. Ich meine, du spielst jetzt mit einem Codenames zusammen, der versehentlich bei einem Stream am 9. September die Begriffe Anschlag, New York und Bombe mit 9/11 erklärt hat. Ja, gut. Ja, ist mir immer noch unangenehm, aber mir ist es nicht aufgefallen zu dem Zeitpunkt. Passiert den Besten. Ja. Und auch mir. Und Dankeschön fürs Ausrufezeichen. Pfui. Und da wird's schwarz. Ja, sehe ich so. Finden wir auch passende Karte dazu? Weiß. Ja, jetzt geht er aber ab hier. Aber ein Riese ist nicht fiktiv. An den ich gedacht habe, schon. Mhm. Attack on Titan? Zum Beispiel. Nehmen oder noch quatschen? Ihr könnt doch jetzt gar nicht mehr. Ach so. Das war eben okay. Schon. Ach so, Entschuldigung. Farbe. Braucht der Maler. Und der Nagellack. Wie heißt die Farbe, Wagen? Welche Farbe meinst du genau? Meinst du die Nagellackfarbe von Rigani? Ja. Die Nagellackfarbe ist von der Firma Essie und es war Aruba Blau Metallic.
Oh, ich war noch bei Bordeaux. Aber das war nicht vor 2 Wochen. Nein, das war vor 2 Jahren. Das war vor 2 Jahren zu Weihnachten oder Halloween, nee, um Halloween herum, als Rigani ein wunderschönes dunkelblau-metallic-farbenen Nagel hatte und später ist ein süßer kleiner weißer Geist draufgemalt worden mit schwarzem Gesicht. Süß. Bilder sind im Discord noch irgendwo. Wie gesagt, 2021 müsste das gewesen sein. Oder 22, ich weiß es gerade nicht ganz genau. Oh. Was war das für ein Ton gerade? Ein müder Koro. Ah, okay. Ich höre Grillen zirpen. Ich suche gerade noch das zweite Wörtchen dafür. Ich werde das zweite Wort nicht finden, aber das ist nicht schlimm, kann ich ja andere Sachen fragen. Und auf einer Skala von 1 bis 10, Laupi, wie viel Spaß hattest du, was anderes zu spielen als Planet Zoo? Ja. Eine 8? Ja, es war mal wieder eine schöne Abwechslung. Das glaube ich. Also ich fühle das. Ich weiß, was du meinst. Und ich fand's halt geil, also die Story, die neue, die war schon gut. Deswegen hat mich das schon gefreut. Sich durch ein Loch schlängeln, sagt man da nicht eher quetschen? Und ist Loch und Kreis nicht dasselbe? Nein, ein Kreis ist nur eine runde Form, ein Loch ist eine Öffnung in einem Material. So nämlich. Hätte ich genau so gesagt. Das ist so nicht ganz richtig. Ein Loch ist eigentlich ein Raum, der mit Luft gefüllt ist. Nein. Der aus, weil du außenrum im Weltraum ein Loch haben kannst in einem Stück Stahl, was im Weltraum rumfliegt. Ja, aber das hast du. Keine Luft da drin. Wenn du einen Schweizer Käse in eine Schutzatmosphäre von Argon packst, dann hast du auch ein Loch im Schweizer Käse, aber halt mit Argon gefüllt. Und ich habe absolut keine Ahnung, was das zweite ist. Okay. Nee, Nimithil, du musst noch viel lernen. Das heißt nicht ja, neuer Satz also, sondern nur ja, aber. Nur das. Also kann sich nicht schlängeln. Waage schlängelt sich hoffentlich auch nicht. Konstanz steht halt still, da schlängelt sich vielleicht ein Fluss durch, aber ich glaube, das liegt am Bodensee. Wolkenkratzer schlängelt sich auch, wenn da ein bisschen Wind durch die Gegend geht, aber auch nicht so dolle. Ein Blitz tut das nicht, ein Schrank steht auch relativ still, Seite, Eine Buchseite schlängelt sich von, nee, die Blätter waren um. Eine Bühne steht auch fest. Napoleon hat sich nach Russland geschlängelt oder hat es zumindest versucht. Loch, ja, man kann sich durch ein Loch durchquetschen, schlängeln, wie auch immer. Ein Gehalt schlängelt sich auch immer hoch und runter. Nee, eigentlich nicht. Ein Taucher schwimmt und schlängelt sich unter Wasser. Harz, nee. Spiel, nee. Kreis, weiß nicht. Kreis schlängelt halt Gott sei Dank nicht, Kreis ist rund. Ah, ich bin ja schon vorher mit meinen super guten recherchierten Tipps positiv aufgefallen für mein Team. Es gibt eine Blitzschlange. Möchte ich nur so einwerfen. Ist ein Bandzeichen. Eine Blitzschlange ist ein Bandzeichen. Aber merken wir uns die anderen beiden mal. Oder das ist Loch zumindest nochmal. Ich gebe mal das Leckerchen an die kleine Maus.
Da kommst du angeschlingelt, Maus. Ja, komm. Also wie gesagt, wir können den Kreis nehmen, sollten uns dann nur die anderen, oder das Loch auf jeden Fall merken. Aber auch gleichzeitig vielleicht uns da auch nicht zu doll dran reinsteigern dann. Schwarzer Hund auf schwarz, schwarzer Hund auf schwarzem Hintergrund. Mit grüner Färbung der Rente, Rinder, Ränder. Ja komm, ich schlinge mich mal im Kreis. Oh. Okay. Ich bin gerade richtig fies, ne Maus? Ich halte dich fest, dass du nicht runterfällst. Genau in der Sekunde, wo ich das angeklickt habe, habe ich es gelesen. Nun ja. Ich mach mal zu Ende, ne? Wie? Seid ihr schon fertig? Das ist ja Wahnsinn. Oh Gott. Und? Alter. Entschuldigt, ich musste das Mikrofon mal zur Seite packen. So eine süße Maus. Es hat gerülpst. So ein schöner Hunderülpser. Naja, lieber Rülpser als Pupsis. Nicht ganz so schlimm wie Katzenfurze. Finde ich persönlich. Eine Katze pupst, ist auch nicht so gesund meistens. So, next. Also man könnte halt fast schon irgendwie den Eindruck gewinnen, dass ich wüsste, was richtig ist. Ist so Cheater. Oh, schön. Endlich ein Bild, das suggeriert, dass man Spaß haben kann. Niemals. Ich weiß es nicht, ich kann es nicht erklären. Das sind diese Hirnfürze. Spaß? Hier? Rumpel, rumpel. Genau. Da wird schon wieder schwarz gefärbt. Also schwarz hat euch... Jetzt jedes Mal schwarz färbe? Weiß ich nicht. Das sind sogar drei. Ja. Ich bin mal Gehalt irgendwie so, mein Gehalt steht auf dem Blatt. Wir haben genau das gleiche Maß an Strahlung, Vari. Ja, Mann! Minucci. Also das sehe ich, damit würde ich anfangen. Spiel, gerade weil wir es eben auch hatten, würde ich auch sehen. Das wäre das zweite für mich. Das dritte. Gute Nacht. Gute Nacht, Lasagna. Vielen lieben Dank fürs so lange dabei sein und dir noch einen schönen Tag morgen. Warum Harz? Also ich weiß nicht, wie du auf Harz kommst beim Blatt. Endlich kann ich es mal sinnvoll sagen, weil Baum. Dann passt aber Loch genauso. Ja, können wir nehmen. Ich würde es aber als drittes nehmen. Fangen wir damit an. Okay. Fangen wir mal mit. Ich hasse euch. Da ist das Spiel aus. Wie kommt ihr denn aufs Spiel? Weil wir eben bei einem Spiel, bei Kartenspiel, bei einem Kartenblatt waren. Ihr wart eben noch bei, Loch, lass es als nächstes nehmen. Dann dachte ich, Blatt kann man Nein, lochen. Weil, weil wir Loch eben genau nicht genommen haben, weil wir Kreis schon genommen hatten. Och, Mensch. Gewicht nehmen, das wäre so gut gewesen. Jo. Ja, hättest du früher machen müssen, Scorpion. Next. Aber es war trotzdem eine gute Runde. Ja. Ja. Definitiv.